Ihr seid noch auf dem Weg zur Piratenlegende oder seid auf dem Weg zu Athenas Segen Level 10 oder ihr seid komplett neu im Spiel, dann ist dieses Wochenende genau das Wochenende, wo ihr euch frei nehmen solltet und spielen solltet. Warum, seht ihr in diesem kurzen Video. Viel Spaß! Dieses Wochenende ist nämlich Gold and Glory Wochenende. Das bedeutet von 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit freitags bis 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit am Montag wird man einen enormen Bonus auf Gold und Rufbelohnungen kriegen. Das bedeutet, man bekommt viel mehr Ruhm und viel mehr Gold für denselben Aufwand. Das einzige, was man dazu tun muss, ist eigentlich ins Spiel zu kommen. Und das ganze Event soll zum einen neue Spieler anlocken und alten Spielern entweder den Weg zur Piratenlegende vor dem Update und vor dem großen Einjahresgeburtstag von Sea of Thieves erleichtern und natürlich auch Leuten auf dem Weg zu Athenas Segen Level 10 unterstützen. Es ist aktuell noch nicht bekannt, wie groß dieser Boost sein wird, aber ich glaube, hätten sie einfach Double XP gesagt, dann hätten sie uns das auch bereits bekannt gegeben. Deshalb glaube ich tatsächlich, dass man mehr als das Doppelte dafür bekommt. Was denkt ihr, wie stark wird der Boost ausfallen und werdet ihr das ganze Wochenende durchzocken? Schreibt mir das doch gerne mal unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du mehr Sea of Thieves News, Gameplay, Tipps, Livestreams und Spekulationen sehen willst, dann abonniere doch gerne meinen Kanal, denn hier bekommst du täglich neue Inhalte rund um Sea of Thieves. Wir sehen uns wieder auf dem Weltmeer, wenn der Wind wieder richtig steht. Ahoi!